herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir probieren. Heute endlich mit Naturell Energy. Ja, wir hatten ja letztendlich, bis auf die Blueberry, weil die am neuesten ist, hatten wir alle schon mal in irgendwelchen Reviews drin. Mit drinne. Die war in der Pilotfolge drin, also für die uns schon länger zugucken. Hoffentlich. Wie sich das gehört. Ja, die war in der Acai-Folge mit drin. Aber die Cola hat man, glaube ich, noch nirgends mit drin gehabt. Nicht voll. Aber wer ganz genau aufpasst, sieht im Intro, wie ich sie trinke. Genau, im Intro ist die mit drin, genau das war's. Jetzt haben wir uns halt eben mal gedacht, okay, wir drehen jetzt tatsächlich extra mal eine Folge drin, dass wir die gesondert haben. Text-Reviews gibt es ja alle sowieso dazu schon, aber die sind es wirklich wert, unserer Meinung nach. Auf jeden Fall. Sind Referenzprodukte. Ja, fangen wir einfach mal an. Wir können ja trotzdem währenddessen noch dazu was sagen. Der Natural Energy Citrus. Es heißt übrigens naturell. Also diese Striche, die zwar rundum gehen, das sind wirklich zwei L's. Das heißt nicht Nature. Richtig. Wer das denkt, ist ein bisschen beschränkt aus dem einfachen Grund auch schon, weil hier nochmal extra ein Trendzeichen ist, dass man sieht, das gehört zur Schrift dazu. Finde ich jetzt zumindest, ist für mich auf den ersten Blick erkennbar. Ja. Nee, ich habe aber auch nachgefragt. Ja. Okay. Sehr schönes Design, wie bei allen naturell. Es ist überall so eine geschwungene Mischung aus Tribal und Pflanze. Ja. Oder so eine Pflanze, die in einem Tribal endet, plus Blubberbläschen. Ja. Ja, es ist immer das gleiche Layout und dann eben in der dementsprechenden Farbe passend zum Getränk. Genau. Die gibt's, das ist eine Kaufland-Eigenmarke, auch wenn nicht Kate Classic oder sowas draufsteht, aber es ist eine Kaufland-Eigenmarke. Gibt's auch nur dort. Gibt's auch nur dort. Und zum Preis ist, also das ist auch nochmal ein Preis, ein Argument für diesen Drink. 50 Cent. Plus maximal. Es sind. Nee, bei mir manchmal noch Angebote. 45, sowas. Genau. Auf jeden Fall unter 50 Cent. Unter 50 Cent plus Pfand. Und das ist echt ein Wort, wie wir dann noch merken. Der Zitrus. Was ist es im Endeffekt wirklich? Es ist eine Reinfrucht eigentlich. Es ist eine Mischung aus Pomelo, Hauch Grapefruit. Grapefruit ist nicht, das ist mehr die Pomelo. Aber echte Zitrone ist es nicht wirklich, oder wenn, dann sehr, sehr dezent oder höchstens Zeste, ganz unterschwellig. Ja. Es ist mehr so eine Mischung aus Pomelo und Grapefruit. Es erinnert sogar ein bisschen an die, nicht ganz, aber wenn du mal guckst, an die Cherry Moya. Ja, ist ähnlich, wenn du die Cherry weglässt. Ja gut, ja. Cherry Moya heißt ja nicht Kirsche. Nee, ich weiß. Ja, aber es riecht schon Zitrus, tropisch mäßig. Und schmeckt auch in die Richtung, wobei geschmacklich finde ich. Geschmacklich ist es eigentlich fast nur Zitronenzest und Pomelo. Es ist süß. Für mich eine Mischung aus, einfach, also wenn man es jetzt grob einordnet, ist eine Mischung aus Fanta und Sprite. Ganz grob, ja. Also es ist, plus man hat dieses süßliche von der, dieses süßlich-zitronige von der Sprite mit dabei. Ja. Und hat aber auch diesen Zusatz von Fanta, also beziehungsweise eben, also mit Orangensaft mit dabei. Und noch verschiedene andere Ansätze. Du hast ein bisschen Mischung. Es ist auch noch so ein Hauch eben von Kokos und oder Vanille, was so ein bisschen mit dabei ist. So in der Mitte. Du steigst ein mit so einer Mischung eben aus diesem zitronigen Sprite-artigen. Ja, stimmt. Dann kommt Übergang jetzt, wo du Vanille, sagst, Kokos, der Zucker, ganz auch. Der Zucker erinnert mich sogar so ein bisschen an Monster. Echt? Ja. Bei Monster? Nee. Nee. Das ist was anderes. Nur der Zucker. Nur der Zucker. Puh. Doch. Also es erinnert mich daran. Und zwar also am ehesten an den Ripper. Vielleicht ein bisschen. Wobei hier einfach mehr Kohlensäure drin ist als ein Monster. Weil da ist ja im Vergleich zu anderen Monster relativ tief. Mhm. Muss ich aber dazu sagen, das ist für mich so. Also fangen wir mal bei grob an. Es ist schwierig, wenn jemand eine Firma ein neues Getränk rausbringt, dass man sagt, das ist geil, das ist für mich ein Referenzprodukt. Dass man sagt, wenn ich an eine Cola denke, an was denke ich zuerst? Coke. Normalerweise Coke. Oder Pepsi vielleicht. Oder Pepsi. So. Wenn mir jetzt aber einer sagt, im Normalfall inzwischen denke ich ehrlich gesagt, wenn jemand zu mir sagt Cola, denke ich an Gletscher Cola. Und zwar nicht im Sinne von nicht das, was ich zuerst und was für mich am besten ist. In dem Sinne meine ich jetzt. Das ist aber was für dich persönlich gut ist, was für dich dein persönliches, geschmackliches Referenzprodukt ist. So. Ja, das sind aber auch nur wir. Genau das meine ich jetzt aber. Und für mich ist es schwierig, so ein Referenzprodukt herzustellen, dass einer für sich selbst sagt, das ist es. Ne? Mhm. Das ist für mich der Citrus Energy. Das ist mein persönliches Referenzprodukt für den Citrus Energy. Frau Schmalz.
verstehe, wohin du gehst. Ja. Da würde ich dir zwar nicht ganz zustimmen, weil es ist. Welchen Citrus Energy kennst du aber noch, der das kann? Ja, das ist die andere Frage. Ist eben die andere Frage. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen mitspielen könnte im Bereich Citrus, und zwar echte Citrus, im weitesten Sinne echte Citrus, ist der Transatlantic. Der Transatlantic Glow. Also wenn ich aber geht aber in eine ganz andere Richtung. Ja, ich sage nicht, dass die gleich sind, und aber was, ich meine, für mich als Referenzprodukt. Und was auch in die Richtung geht, also in die Richtung Citrus, aber auch wieder eine ganz andere als das, wäre die Red Bull Silver. Genau. Aber das die ist auch wieder was Limetic, ganz anderes. Das ist eine ganz kleine Limette. Genau. Ja, es ist definitiv was ein. Es gibt nichts. Also wäre mir zumindest neu, wenn es was gibt, was genau wie das ist. Richtig. Weiter egal. Zur Naturell Cola. Das waren auch die ersten Schwarz. Beiden. Entschuldigung, dass die unterbrochen habe. Das waren die ersten beiden, die auf dem Markt waren. Das allererste war die Naturell Cola. Und dann später kam die Citrus. Danach kam die Red und dann die Blueberry. Wobei ich glaube, die kam relativ zeitgleich. Nee, die kam vorher. Die kam jetzt erst 2012. Kam die erst 12? Oder sogar oder Anfang 11. Mitte, Ende 11, ja. Ja, aber. Boah. Würzige Cola-Nuss. Bam, right in the Kisse. Ja, es ist einfach, also die Naturell Cola ist ganz klar Cola-Nuss-Aroma und sowas kräuterig, also ähnlich Lebkuchenartig wie die. Cola. Genau, aber auf einer anderen Art und Weise. Also die Red Bull Cola haucht noch ein bisschen mehr Süße mit rein. Nee, Limette. Drin. Limette. Also bei mir kommt die Red Bull Cola ganz klar mit Limette. Limette, vielleicht nicht im Geruch, aber im Geschmack. Im Geschmack vielleicht, aber ich meine jetzt nur Geruch. Und geruchmäßig kommt bei der wesentlich mehr Süße mit. Also bei der Red Bull Cola im Vergleich zu der, da wirkt die wesentlich herber. Ja, die wirkt herber, die wirkt also mehr, also die schäumt auch extrem. Man sieht es, na gut, man sieht es nicht, aber... Es kommt schon über den Nüppelton aus. Doch, vielleicht sieht man es. Es schäumt jetzt gerade über den Linkszenen. Also die ist wirklich von denen allen... Kohlensäurelastigsten. Meist am kohlensäurelastigsten. Extrem grobperlig und so weiter. Das wäre auch das Einzige, was ich gleich kritisieren werde. Du bist auch nicht so der Kohlensäure-Fanatiker. Na, ja, aber nicht grob. Ja. Es ist auch, Cola-Nuss ist da, Würze ist da. Nelke, ja, kommt Kardamom. Hin. Ja, auch. Am Ende tatsächlich aber auch Limette mit dabei. Am oder eine Ende. Gewisse. Ganz ja, am Ende. Nicht unbedingt Limette, aber eine gewisse Säure mit am Ende dabei. Säure, ja. Säure. Meistens ist es ja Zitronensäure. Die ganze Zeit und, halt richtig dick Kohlensäure. Und zwar ja, grob. Und das ist da auch das, was mich stört, weil ich finde, die ist, wenn man da die Kohlensäure reduzieren würde, ich will mit meinem Schütteln. Würde sie nicht so erfrischen. Sag ich. Sagst du, für mich wäre dann auf jeden Fall der Geschmack. Intensiver, das Geschmackserlebnis wäre intensiver, dann wäre sie etwas süßer, die Würze würde mehr durchkommen. Und sie würde nicht mehr erfrischen, zumindest nicht so. Das, wenn das, du noch Würze also bei hast, bei mir hast du noch mehr Durst, so geht es mir zumindest. Wenn ich nur noch Würze habe, wenn du einen Lebkuchen beißt. Habe ich bei mir gar nicht. Bei mir ist es einfach nur... Da kriege ich schon aber gut, das muss jeder selber wissen. Ist auf jeden Fall... Die ist trotzdem nicht schlecht. Also, ich finde die geil. Um wieder auf mein Referenzprodukt zurückzukommen. Das mit Gletscher Cola ist mein Cola-Referenzprodukt. Die zwei. Ja. Vielleicht höchstens noch also bei mir ist Red Bull Cola auch weit mit vorne. Ja, ist mit vorne, aber ist nicht mein Referenzprodukt, weil es meinen persönlichen Geschmack nicht genau trifft. Nee. Was noch mit drin wäre Afri. Ja. Die normale, klassische. Um wieder bei den Referenzprodukt. Für mich persönlich immer zu sein. Ja, schönes Produkt, ähnlich wie die hier. Klar, so wird's auch. Ja, aber also die definiert sich ganz klar über die Kohlensäure und dann eben. Kohlensäure und dann erst also schäumig und schäumend und danach erst Würze und Cola-Nuss. Würze und Cola-Nuss. Aber dennoch gut. Gutes Muss man ausprobieren. Also die hier ist Geschmackssache. Ja. Die ist wirklich Geschmackssache. Das war bei Cola-Welt nur schwierig, klar. Ja, wir hatten ja auch die Top-Mate und so weiter. Natural Energy Red Berry Acai. Acai. Ja, Acai. ACAI, die vier Buchstaben of Death. Aber es ist ein Naturellprodukt. Naturell Blueberry? Vergiss es. So einfach kommst du mir nicht davon, Schlampe. Es ist ein Naturellprodukt. Vielleicht. Naja, wir haben es ja aber schon eigentlich. Aber egal. Also, es riecht. Für mich
vordergründig ganz klar Redberry. Und so eine Mischung Himbeer-Erdbeer. Ähnlich auch wie der Rockstar Fruit Punch. Ja, diese gehen vom Geruch her 1 zu 1. Eine Hübsbrühe. Hand in Hand. Himbeer, Erdbeer. Auch der hier hat aber lustigerweise ähnlich wie der, so einen Hauch von diesem Vanille-Kokos-Gemisch. Ja. Ich hack sie dir ab. Alle beide. Nein. Und geht es auch noch. Wo ich gerade dabei bin. Und sag, was du willst, es geht. Also ich merke die erst nicht so raus. Ja, muss man auch ganz klar sagen, obwohl wir keine Fans von Acai sind. Bei der schmeckt man die Acai am wenigsten als Negatives raus. Aber dann zieht wieder unser anderes Argument. Kannst du das noch weglassen, richtig. Aber es ist ja auch nicht so, es heißt zwar Redberry Acai, aber sie sind nicht so, ey, wir haben da Acai drin. Oder so, es ist, Mann, es ist halt in erster Linie Redberry mit Acai auch noch. Jetzt habe ich gar nichts zum Geschmack an sich gesagt. Der Geschmack ist interessanterweise schön natürlich. Naturell. Es ist nicht zu künstlich, sondern... Ja, wobei... Es schwingt schon Kunst mit, ja. Wobei das für mich eben auch stark die Acai-Beere ist. Ich merke sie bei ihm aber ehrlich gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich merke sie nicht. Du merkst den Nachgeschmack nicht. Richtig, und das aber ist das Einzige, was du von Acai großartig merkst. Eine echte Acai-Beere hatte ich in meinem Leben noch nie gegessen. Ja, also... Das ist... Du willst mir nicht sagen, dass du schon Acai-Beere gegessen hast. Nein. Siehste. Das finde ich ist... am künstlichsten von allen bisher. Echt? Da finde ich aber den Zitrus ein bisschen künstlicher. Nee, ich finde das hier ist am künstlichsten. Einfach durch den Nachgeschmack. Und auch so die Frucht kommt bei mir, die erinnert an eine natürliche Frucht, aber es ist für mich dennoch am künstlichsten von denen jetzt bisher. Von denen, aber immer noch wesentlich natürlicher als manche andere Scheiße. Finde ich ja, jetzt. Ja, also es hat... Überleg mal, irgendwelche... Ja, warte mal. Es ist, hat für mich am ehesten was Erdbeeriges, aber es ist nicht diese typische, der typische Erdbeergeschmack ist es nicht, weil das wüsste ich sofort. Aber es ist auch nicht der typische Kunst-Erdbeergeschmack. Nein, das auch nicht. Also es ist was, es ist wirklich Redberry, es ist wirklich so ein, wir hauen einfach mal alles, was rot ist, in was rein, in Blender. Es heißt auch Redberry, es heißt ja nicht, es heißt nicht Strawberry, ne? Ja, aber dennoch, also es ist, der geht, finde ich, auch für mich in der Masse unter, weil es gibt halt so viel Redberry-Scheiße, was auch... Da muss ich jetzt sagen, für mich nicht. Um wieder nämlich auf mein... Das ist nämlich das... Vielleicht merkst du deine Tendenz. Naturell sind für mich absolute Referenzprodukte. Und für mich ist auch der Redberry, für mich persönlich, wenn ich an Redberry denke, und ich bin kein Fan von Redberry, nehme ich den an Naturell. Für mich schon, aber ich bin kein Fan von Redberry. Und da finde ich den einfach gut. Weil er ist wirklich Redberry. Und Redberry heißt für mich, bisschen was von allem gemischt. Ja, das macht er. Das stimmt. Aber weil die meisten, die draufschreiben Redberry, die schmecken entweder nur nach Himbeer oder nur nach Kirsche oder nur nach Erdbeer. Oder Scheiße. Oder einfach nur Scheiße, so wie für mich persönlich die meisten Redberry. Und der hier hat als einer der wenigen überhaupt den Namen Redberry verdient. Ja, das weil stimmt. Weil er Rotfrucht ist. Weil er wirklich die Masse abdeckt. Das ist es für mich, was aber den trotzdem, ausmacht. Also bei mir, also das aber im Vergleich zu den anderen Naturellgeschichten ist der bisher ein bisschen weiter hinten. Ja. Das vor allem, also sagen wir so, der hat nicht den typischen Acai-Nachgeschmack. Aber es ist schon so ein leichter Bitter da. Ich finde, das ist ein leicht trockener Mund. Richtig, er trocknet, aber er macht nicht den Ekel, den Acai sonst. Nee, das nicht. Also der Pelz ist nicht da. Richtig, der Pelz fehlt. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Also halt naja, auch eines der wenigen Acai-Produkte, die man auch empfehlen kann. Ja, aber nichtsdestotrotz. Also wenn naturell, dann zum, also bis jetzt die zwei. Jetzt haben wir ja noch den Blueberry. Ja, ist jetzt der neueste von allen. Gefällt mir vom Design her eigentlich am besten, weil die tiefblaue gefällt mir farblich einfach wobei am besten. Das Weiß natürlich auch sehr edel kommt. Dieses gleiche gräulich-weiße. Dreckige, ja. Drecksche. Und das hier ist aber sowas von... Das ist jetzt für mich ganz klar Blaubeere. Richtig. Das war wirklich... Das war auf den ersten Riecher Blaubeere. Sofort. Wobei ich da auch dazu sagen muss, die Red Bull Blue und auch die neue Rockstar, die waren aber auch einfach auf den Punkt gleich Blaubeere da. Wieder Thema, ich probiere jetzt gerade mal schon mal. Es ist Blaubeere und zwar auch beim ersten Geschmack.
mit einer leichten Säure gegen Ende. Wobei das ja auch eigentlich, wenn man eine echte Blaubeere isst, eigentlich auch typisch Blaubeere ist. Ja, die Säure, ja. Dass die Säure dann noch nachkommt. Das macht ja auch. Prickel ist aber erstaunlicherweise im Vergleich zu einem anderen relativ dezent. Die ist relativ lasch. Und lasch wird es auch nicht sagen, einfach nur ein Verdächtiger. Relativ, habe ich ja gesagt. Und das ist auch das, warum das jetzt bei mir nicht das Referenzprodukt ist. Das wäre bei mir ganz klar die, die Red Bull, weil mir da der Prickel fehlt. Okay. Für mich wäre auch geschmacklich finde ich aber beide gleich. Geschmacklich sind sie nicht ganz gleich. Geschmacklich muss ich sagen, ziehe ich die Red Bull vor. Aber, um wieder zu den Referenzprodukten zurückzukommen, wie viele Marken schaffen es von 4 Produkten, für mich persönlich, 3 Referenzprodukte zu schaffen? Wenige bis keine. Mhm. Und das kommt drauf an, an welchem Ende man denkt. Ja, gut. Am Negativende definitiv gibt es da Sachen. Aber im positiven Sinne als Referenzprodukte ist es für mich herausragend, dass die es schaffen, 4 solche wirklich Top-Produkte, eigentlich von einer Billigmarke, wenn du so überlegst. Ne? Ja, das ist was... eine Billigmarke, eine Randmarke, wenn du so willst, weil so viele kennen das nicht im normalen Leben. Nee. Also unter Getränketrinkern... So ja, allem, also eigentlich ist es von der Sparte her, in einer Linie zu nennen... Mit so diesen Lidl-Produkten, Aldi-Produkten, genau. Dem ganzen Scheiß. Da sind die outstanding, aber sowas von. Ja, definitiv. Die sind sowas von on the top. Weil, hallo, du musst dir überlegen, wir vergleichen gerade, wir betonen ja das hier im selben Zug wie Red Bull aufzählen. Ja. Und das ist ja wirklich eine dicke Sparte für sich. Also das ist echt, die Leute, die da dahinter stehen, sollten noch viel, viel mehr solche Produkte rausbringen. Und vor allem sollten sie die Rechte noch ein bisschen spreaden, dass ich das nicht nur beim Kaufland bekomme. Nee, also insgesamt überzeugen die natürlich alle. Wie gesagt, das ist jetzt mein Least Favorite. Aber insgesamt dennoch stehen die relativ weit oben. Und haben einfach alleine, also noch da wird wirklich extrem dieser Preisfaktor nochmal mit. Weil normalerweise hat man... Also für ein solches vergleichbares Produkt zahlst du normalerweise das Vierfache. Genau, und das ist der Punkt. Normalerweise ist eben das, normalerweise, wenn du so ein Produkt hast, hast du in der Regel eher, also wenn du zwar dich in diesem Preisniveau bewegst, hast du normalerweise auch Einbußen im Geschmack. Du merkst, es ist extrem künstlich oder so weiter, oder es wurde irgendwo eingespart. Es musste irgendwo eingespart werden, um den Preis irgendwie zu erreichen. Und das schmeckst du hier überhaupt nicht. Da würde ich nie, also wenn du mir das gibst und ich würde es nicht kennen. Ja, dann hältst du es für ein Premium-Produkt, für das du irgendwas, keine Ahnung, 1,50 bis 2 Euro zahlst. Ja, im Normalfall. Das probiere ich und denkst so, das ist gut. Hat Rockstar was Neues rausgebracht. Ja. So nach dem Motto. Also es ist schon was ganz Großes in einem sehr kleinen Preis verpackt. Und das macht es einfach aus. Ja. Und das gibt von uns auch für alle 4 eine absolute Kaufempfehlung. Und bei mir ist es normal für so, wenn ich mein Auto zur Verfügung habe, ich gehe in Kaufland, hole ich davon einfach meine kleine ganze Palette voll. Also das Zeug ist einfach top. Und das kann man auch, ist erfrischt. Jedes von denen ist einfach toll. Ja. Einfach gutes Zeug. Ja, und mehr gibt es dazu auch schon fast nichts zu sagen. Holt euch den Scheiß. Adios. Ugh.